Grüß Gott, Kinder. Wer von euch die letzte Sendung gehört hat, der weiß, dass es zwischen dem Meister Eder und seinem Pumuckl einen fürchterlichen Krach gegeben hat. Es war ja auch schlimm, dass der Pumuckl das Armkettchen mit den vielen hübschen Anhängern von der kleinen Erika in seinem Bettchen versteckt hat. Wenn es dann wenigstens zugegeben hätte, aber nein, er ließ alle Leute suchen und den Meister Eder in ehrlicher Überzeugung beteuern, dass das Kettchen nicht in der Werkstatt sei. Und dann kam es auf. Na, den Krach können sich bestimmt auch diejenigen vorstellen, die ihn nicht gehört haben. Der Meister Eder hat voller Zorn den Pumuckl hinausgeworfen und der Pumuckl ist auch trotzig weggegangen. Und beide haben gesagt, für immer. Nun ja, man sagt so manches im Zorn und im Trotz. Der Pumuckl ist also die Straße entlang getrottet und hat vor sich hingemault. Und überhaupt, es gibt noch viel liebere und viel bessere und viel schönere Schreiner, obwohl wo viel mehr Holz und viel mehr Sägespäne ist. Und ich brauche auch gar kein Bett. Und es ist viel bequemer, unsichtbar zu sein. Und schaukeln kann ich auch wo kann ich denn schaukeln? Ach, ich will überhaupt gar nicht mehr schaukeln. Nein, es ist ja langweilig, schaukeln. Mach doch keinen solchen Lärm da! Ich kann ja sonst gar nichts hören, ob irgendwo vielleicht eine große Schreinersäge sägt. Ich will nämlich dahin gehen, wo eine Säge sägt. Aber wartet nur, ihr dummen Autos. Gleich gehe ich in eine ganz, ganz kleine Straße, wo es ganz, ganz wenig Autos gibt. Und da werde ich dann einen feinen Schreiner finden, der noch gar keinen von meinen feinen Späßen kennt und wo es dann sehr lustig wird. Ah, jawohl! Sehr lustig! Der kleine, unsichtbare Pumuckl lief kreuz und quer durch kleine und große Straßen und guckte in viele Hinterhöfe, aber nirgends fand er eine Schreinerwerkstatt. Ja, wenn er hätte lesen können, dann wäre es leichter gewesen und er hätte sich manchen Weg sparen können. So aber war es recht aussichtslos. Schließlich war er im Kreis gelaufen und stand gar nicht weit von Meister Eders Werkstatt entfernt vor der Eckwirtschaft, wo der Herr Eder sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern bei einem Glas Bier trifft. Dem Herzen von Pumuckl gab es einen kleinen Stich und er blieb unwillkürlich stehen. Die haben immer gelacht, diese dummen Leute, wenn der Meister Eder was vom Pumuckl gesagt hat. Aber ein paar Mal, da haben wir zuletzt gelacht. Jawohl. Wenn ich noch denke, die Sache mit den Knöpfen. Und am 1. April damals und... Hui, wer kommt hier? Wer ist denn? Das ist ja der Herr Schmidt. Der hat immer ganz besonders viel gelacht. Da gibt es vielleicht jetzt wieder für mich was zu lachen, wenn ich... Ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt Hobelspäne haben, sondern vielleicht mal Autospäne oder Motorspäne. Ganz bestimmt gibt es in einer Autowerkstatt auch irgendwelche Späne. Und ich lerne nicht nur schaukeln, sondern auch Autofahren. Und überhaupt muss jetzt der Herr Schmidt ein bisschen geärgert werden. Schnell ihm nach. Und schon lief der Pumuckl dem ahnungslosen Mechanikermeister Schmidt nach. Der Herr Schmidt betreibt eine Autowerkstatt gleich zwei Straßen weiter und er wohnt, ähnlich wie der Meister Eder, im ersten Stock über der Werkstatt. Aber er ist nicht Junggeselle, sondern seit vielen Jahren verheiratet. Der Herr Schmidt ging zuerst in die Werkstatt und dann in die Wohnung. Nun, die Werkstatt mit ihrem Geruch nach Benzin und Öl war nicht ganz nach Pumuckls Geschmack. Und so lief er schleunigst mit in die Wohnung. Da gefiel sie ihm schon wesentlich besser. Genau gesagt, es gefiel ihm so gut, dass er auf der Stelle wieder Lust am Schabernack bekam. Und zwar fing er mit einem seiner ältesten Späße an, dem Schlüsselverstecken. Elli, ich muss jetzt noch mal weggehen. Das Auto vom Dings, wie heißt er jetzt gleich? Der Petermeier wahrscheinlich. Ja, von dem da. Also, das kann er abholen. Ich muss schnell in die Bergstraße. Da ist einer hängen geblieben mit seinem Wagen. Irgendwas mit der Kupplung. Ja, geh nur, ich bin ja da. Herrschaftszeiten, wo sind die meine Autoschlüssel? Mei, wo wirst du es denn schon haben? In deiner Hosentasche halt. Ah, wo, da sind sie nicht. Na, wirst du es halt im Mantel haben. Nein, da sind sie auch nicht. Geh zu, du hast ja nur ein zweites Paar Schlüssel, die hängen im Gang vorn. Nix hängt da. Ja, jetzt mach mich doch nicht narrisch, ich hab's doch selber hingehängt. Weißt du, Teufel, wo du das hingehängt hast, aber nicht daher. Überhaupt hast du einen Wagen zuletzt gehabt. Ich? Nein, aber ich kann ja in meine Handtaschen schauen. Die Frauen und ihre Handtaschen. Was da ist drin, verschwindet.
Also in meiner Handtasche sind die Autoschlüssel nicht. Ja, Himmel, Donnerwetter, es können da nicht gleich zwei paar Schlüssel verschwunden sein. Das gibt's da nicht. Dann wärst du halt wieder in der Werkstatt, weißt Gott, wo hingelegt haben. Nein, in der Werkstatt sind's nicht. Ich weiß ganz gewiss, dass ich die Autoschlüssel noch vor der Wohnungstür in der Hand gehabt hab. Weil ich nämlich versehentlich mit den Autoschlüssel die aufsperren wollte. Wo du über deinen Kopf hast. Jetzt red nicht, wo mein Kopf ist, sondern hilf mir suchen. Die Schlüssel müssen da sein. Jetzt fahr mich doch nicht so an. Das sind sie ja da unterm Schrank, also weißt das. Wir sind da hingekommen. Also, mir pressiert's. Bis später. Die Werkstattschlüssel habe ich auch nicht. Ich muss was in der Werkstatt holen. Die muss ich in der Küche auf den Tisch gelegt haben. Hast das du weggeräumt? Ich hab sie überhaupt nicht in der Hand gehabt. Ja, Himmel, Donnerwetter, jetzt wäre ich aber narrisch. Wo sind denn jetzt die Werkstattschlüssel? Ja, vielleicht soll es gleich am Boden. Mir tut ja bloß der Mensch leid, der auf die warten muss. Das Mitleid kostet sparen. Wo hast du denn die Schlüssel hin? Wenn er das sagt, ich hab ihn nicht. Aber vielleicht suchst du ein bisschen systematischer. Überleg doch einmal, wo bist du gestanden? Wo hast du was rausgeholt? Ein Bierglasel hab ich rausgeholt. Ja, nachher hast du vielleicht den Schlüssel in den Schrank reingelegt, zerstreiten, wie es bist. Na also, da sind sie ja. Tatsächlich, im Geschirrschrank. So, aber jetzt geh endlich. Ja, Himmel, Donnerwetter, wer leidet denn da so narrisch? Ich komm schon. Ist ja keiner da. Lass, Buben. Ja, bist jetzt du noch da? Ja, was suchst du denn nur schon wieder? Meine Zigaretten sind weg. Ja, wenn du jetzt auch noch anfängst, deine Zigaretten zu suchen, dann wächst deine Kundschaft auf der Straße um. Red nicht, schau halt an. Steh nicht so rum. Ja, du hast ja heute einen feinen Tag. Die kann man ja wo hinlassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Pumuckl da ins Fäustchen gelacht hat. Überflüssig zu sagen, dass er auf die Klingel gedrückt und die Zigaretten in den Papierkorb geworfen hat. Der Meister Eder hat den ganzen Tag wie wild gearbeitet. Er hat sogar Arbeiten in Angriff genommen, die noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätten. Und während des Arbeitens redete er sich heftig ein, dass es doch ungeheuer angenehm sei, nicht immer von einem Kobold gestört zu werden. Nur nach Feierabend, da nützte ihm dieses Einreden wenig. Es war so unheimlich still im Haus. Selbst das aufgedrehte Radio half nichts, denn schließlich kann man mit einem Radio nicht reden. Da fiel dem Meister Eder der Stammtisch ein. Er zog seinen Mantel an und ging in die Eckwirtschaft vor. Und tatsächlich waren sie alle versammelt, der Schlosser und der Spengler und ja, der Mechaniker Meister Schmidt. Ja, der Eder, kommst du auch mal wieder? Ja, ja, grüß Gott, mein Land. Grüß dich. Sind Sie am Haus? Ja, der Eder, hast du so viel zu tun? An Arbeit fällt's nicht. Ihr wisst es ja eh, wie das ist. Mein Eder, heute hab ich an dich gedacht. An mich? Warum? Eigentlich weniger an die, als wie an deinen Kuhbuckel, oder wie du heißt. Geh. Hör mir mit dem auf. Da wärst doch die Spinnerei mit dem Kobold nicht aufgegeben haben, Eder. Da, die habe ich aufgegeben. Und wie das? Jetzt, wo wir uns alle so schön an den Schmarrn mit dem Kuhbuckel gewöhnt haben. Ja, mei. Alles geht einmal zu Ende. Aber ich glaube, ich habe ihn von dir geerbt, Eder. Was? Was heute bei mir los war, nicht zum Beschreiben. Nein. Kein Schlüssel war zu finden, Zigaretten waren weg, ich weiß gar nicht mehr alles. Oho. Und wo wir alle das Zeug gefunden haben, an Stein, ich schwör's, wo es kein Mensch hingelegt hat. Nein. Ich bin heute Abend zu euch am Stammtisch, weil wir den schönsten Krach daheim haben. Kann fein schon sein, dass er bei dir ist, der Pumuckl. Warst du heute irgendwann einmal da in der Gegend? Ja, da in der Wirtschaft war ich und habe ein Bier geholt. Wie viel Uhr? So um die Mittagszeit. Ah, um die Zeit rum, da hab ich ihn rausgeschmissen. Na, geh herauf mit dem Krampf. Nein, das war kein Krampf. Wahrhaftig nicht. Die Geschichte hätte mich beinahe um meinen guten Ruf als ehrlichen Menschen gebracht. Geh, mach nichts. Was du nicht sagst, erzähl. Naja, das Techterl von einer Kundschaft hat einen Anbauschel gehabt. Mhm. Ein Silberns mit vielen Anhängern, ja. Wisst schon. Ja, ja. Und das war plötzlich weg. Jetzt wird's spannend. Ja. Wir haben überall gesucht. Nix. Wie ich allein war, hab ich einen Pumuckl gefragt. Er hat ganz schein heilig da.
und nachher war es in sein Bett. Jetzt hörst du aber auf, wir sind doch kein Kindergarten. Ja, Eder, du bist einmalig. Ich erzähl es ja nur, damit der Schmidt weiß, was ihm bevorsteht. Ich frage heute Abend dein Pumuckl, ob das wahr ist, Eder. Ja, fragen. Und sag ihm auch gleich, dass ich ihm bei dir einen guten Aufenthalt wünsche. Schaut zum Schmidt an, was er für ein Gesicht macht. Der ist im Stand und glaubt's. Aber wenn ihr heute erlebt hättet, was ich heute erlebt hab, ihr tat's an alles Mögliche glauben. Hm. Leid, nachher trinken wir einen auf den Quartierwechsel vom Kuhbuckel. Ja. Sie tranken recht kräftig, die Herren vom Stammtisch. Am meisten aber Herr Schmidt, der das Unbehagen, vielleicht doch einen Kobold im Hause zu haben, hinunterschwemmen musste. In vorgerückter Stunde kam er nach Hause. Die Schlüssel nimmt er mir nicht weg, weil ich die jetzt da herhänge an den Schlüsselhaken. So, da. Und die Autoschlüssel sperre ich in das Kastel da. So. Und den Schlüssel vom Kastel nehme ich mit in mein Nachkastel. Wollen wir da sehen, ob da ein Bummuckl ist oder nicht? Hast du gehört? Bummuckl? Sagst du gleich, wenn du da bist, dann reden wir ein Bärtel miteinander. Und zwar ein deutliches. Brauchst nicht meinen, dass ich so ein Theater mitmache. Ich nicht. Ich bin nämlich nicht so deppert wie der Eder. So dem passt sowas narrisch wie ein Kobold. Aber zu mir nicht. Verstanden? Verstanden? Was redst denn so laut da heraus? Du wägst einen ja aus dem tiefsten Schlaf. Ich rede für den Fall, dass wir einen Kobold im Hause haben. Und ich rede jetzt für den Fall, dass du zu tief im Biergrug reingeschaut hast. Jetzt mach das schleunigst in dein Bett kommst, sonst bist du morgen wieder den ganzen Tag kranti. Ich muss nur noch einen schönen Gruß ausrichten. Von wem? Vom Eder. An mich? Nein, an den Pumuckl. Einen schönen Gruß und er wünscht ihm einen guten Aufenthalt bei uns. Jetzt ist es aber genug. Schlaf deinen Rausch aus und nachher reden wir wieder weiter. Aber nicht von so einem blöden Kobold-Quatsch. Wenn die Frau Schmidt geahnt hätte, dass der Pumuckl bei dem Gespräch mithörte, dann hätte sie das vom Kobolds-Quatsch nicht gesagt. Dem Pumuckl standen auch prompt ein paar Haarbüschel vor Empörung zu Berge. Aber nicht nur Empörung war im Pumuckl, sondern noch etwas, das ein bisschen wehtat. Der Gruß von Meister Eder. Als das Ehepaar ins Bett gegangen war, hockte der kleine Kobold in der Ecke von der Couch im dunklen Wohnzimmer und es war ihm alles andere als fröhlich zumute. Es ist gar kein schöner Gruß, es ist ein dummer Gruß und ein dummer Wunsch, einen guten Aufenthalt. Ich will überhaupt keinen guten Aufenthalt, sondern einen lustigen will ich. Jawohl, bei netten Leuten und nicht bei Leuten, die Koboldsquatsch zu mir sagen. Blöder Koboldsquatsch. Oh, den werde ich euch zeigen. Ich glaube erst morgen früh. Und jetzt will ich schlafen. Wo kann man denn hier schlafen? Keine Sägespäne da, kein Bett, kein gar nichts. Riecht überhaupt nicht nach Holz hier. Ohne Holz können Kobolde nicht schlafen. Oh, obwohl ein Einschlafegedicht was nützt. Beim Dichten bin ich ja schon sehr oft eingeschlafen. Also, ich muss mal sehen. Ich will schlafen, Augen zu. Ich will träumen, flugs im Nu. Ich will schnarchen, bis zum Morgen in der Früh. Das ist ein schönes Einschlafegedicht. Ob Automachermeister Gedichte mögen? Also der Meister Eder, der hat ja alle meine Gedichte sehr schön gefunden. Alle, sehr, also fast alle. Der Meister Eder ist gar nicht deppert. Und ich bin gar nicht was Narrisches, was bloß zu ihm passt. Ich passe überall hin. Überall. Nicht nur zum Meister Eder. Ihr will das schon morgen sehen. Der Pumuckl schlief in der Nacht nicht sehr gut und seine Träume drehten sich alle um eine gewisse Schreinerwerkstatt. Aber auch der Meister Eder schlief nicht sehr gut und wenn er eine Weile wach lag, drehten sich seine Gedanken um einen gewissen Kobold und ob der wirklich beim Stammtisch Freund Schmidt war. Und wenn irgendetwas im Haus knackte,
Dann horchte der Meister Eder angestrengt, ob es nicht der Pumuckl sein könnte, der vielleicht wieder leise heimgekommen war. Einmal stand er sogar auf und schaute in das Pumuckl-Bett, aber es war leer. Der Meister Eder drehte es in seinen großen Händen hin und her und stellte es dann entschlossen wieder auf seinen Platz und murmelte. Ist gut, dass das vorbei ist. Ich bin alter Mann und da braucht man seine Ruhe. Morgen trage ich das Bitterl auf den Speicher. Aus. Vorbei. Oder was vielleicht noch besser ist, ich bring's einen Schmied mitsamt der Schaukel. Dann hab ich's los und der Pumuckl kann nachher machen, was er will. Wenn er dort ist. Wenn nicht, na ja, nachher ist's auch wurscht. Am nächsten Morgen hatte der Pumuckl eine Menge zu tun. Ein weiches Frühstücksei kullerte auf den Boden. Die Kaffeetasse flog um und ergoss sich über das Kleid von Frau Schmidt, während dem Herrn Schmidt der volle Marmeladelöffel auf die Hose fiel. Dann fand der Herr Schmidt den Schuhlöffel nicht und die Schnürsenkel gingen dreimal wieder auf und eine Schublade ging um die Welt nicht zu, weil sich was verklemmt hatte. Die Autoschüssel waren da, aber das Feuerzeug war wieder weg. Das Ehepaar Schmidt war von all dem so nervös, dass beide sich richtig in die Haare gerieten, bis der Herr Schmidt plötzlich sagte: Es hat keinen Sinn, dass wir uns dauernd oblehren. Das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, das sage ich dir. Das ist doch alles nicht normal. Jetzt hör doch mit dem Schmarrn auf, nicht normal. Blau warst gestern und heute hast du einen Tatterich um 5 Dammer, das ist alles. Und was hast du? Wem ist es einuntergefallen? Und wer hat den Tassen umgeschmissen? Ja, weil du mich so nervös machst. Ja, und dein Brosch? Die hast du inzwischen gefunden. Nein, aber die finde ich schon noch. Verlass dich drauf. An den Topfdeckel ist kein Mensch hingekommen. Ich hab direkt gesehen, wie er gestoßen worden ist. Ja, jetzt hör doch einmal auf damit. Willst denn du mich noch ins Hirnhaus bringen? Der Topfdeckel ist heute schief da gelegen. Das ist ja nicht der erste Deckel, der runterfällt. Wenn jetzt auch noch das Dauerklingeln anfängt, wie gestern nachher... Nix Dauerklingeln, wirst du ja sehen, dass ein Kunde vor der Tür steht. Ja, der Herr Eder. Ja, Sie kommen mal ja gerade recht. Grüß Gott, Frau Schmidt. Kommen Sie nur recht. Sie haben ja meinen Mann sauber am Flur ins Ohr gesetzt. Wieso? Aber was Gescheites fällt euch ja am Stammtisch nicht ein, wo der Mann von Haus aus schon so abergläubisch ist. Okay. Da erzählen Sie ihm noch so einen Quatsch von einem Kobold. Seitdem fällt bei uns alles runter, was nicht nied- und nagelfest ist. Das tut mir natürlich leid. Servus, Schorsch. Servus, Franz. Was treibt denn die schon in aller Früh zu uns? Ja, ich weiß nicht. Das wird mir deine Frau jetzt verübeln. Aber es könnte ja sein, dass es was nutzt. Was haben Sie denn da für ein Puppenbett? Am Pumuckl seins. Also, Herr Eder, das geht mir ja jetzt doch ein bisschen zu weit, gell? Ihr könnt's ja mit mir einen Spaß treiben, aber für einen Dummverkäufer lasse ich mich nicht. Aber Frau Schmidt, es gibt keinen Kobold und damit aus. Nachher stellen Sie halt das Peterl als Zierde auf. Ich weiß ja auch nicht gewiss, ob der Pumuckl wirklich da ist. Aber wenn, nachher hat das Peterl da viel mehr Sinn als bei mir. Und wie wär's, Herr Eder, wenn Sie Ihren Kobold mitsamt dem Peterl gefälligst wieder mit heimnehmen? Und zwar auf der Stelle. Nein, der soll es noch ausprobieren, wie es woanders ist. Aber nicht bei uns, gell? Nehmen Sie das Peterl wieder mit. Wissen Sie, Frau Schmidt, der Pumuckl kann schon nett auch sein. Sehr nett sogar. Wenn Sie ihn sehen könnten, ich glaube, Sie waren ganz narrisch damit. Ich kann und ich will ihn aber nicht sehen. Sie müssten ihn nur dazu bringen, dass er sich hier wo einzwickt oder dass er an irgendeinem Pub hängen bleibt. Nachher wäre der für Sie sichtbar. Wissen Sie, wenn den kleinen Kerl nie mehr irgendein Mensch sehen kann. Das ist doch schade. Herr Eder, Sie waren noch nie, seien Sie mir nicht böse, beim Nervenarzt. Nein. Und ich hoffe, dass Sie ihn nicht brauchen, wenn der Pumuckl wirklich da ist. Herr Eder! Jetzt kommt's nicht ihr in Streiten. Nein. Franz, lass das Peterl da. Ich habe eine Idee, wie wir dein Kobold einfangen. Meinst du? Wenn es ihn wirklich gibt, ja, dann ist da bald eine Ordnung. Aha. Aus dem Peterl mache ich eine Art Mausefallen. Verlass dich drauf. Was? Und wenn ich ihn hab, nachher verschick ihn per Luftpost nach Amerika. Nein. Nachher gib mir das Peterl da lieber wieder mit. Nix da. Ich mag keine Rohheiten, Schorsch.
Und ich mag meinen Unsinn nicht mehr länger mit anhören. Ich geh! Und ich komme erst wieder, wenn ihr mit eurer Spinnerei aufgehört habt. Die Frau Schmidt lief davon und ließ zwei verlegene Männer zurück. Und noch jemand lief mit davon. Der Pumuckl. Wie er das Wort Mausefalle gehört hat und dass er als Luftpost verschickt werden sollte, packte ihn ganz einfach schreckliche Angst. Zu Recht. Denn dem Herrn Schmidt war das bitter ernst. Als Mechaniker wusste er, wie man Mausefallen macht. Der Meister Eder versuchte, ihm das Bett wegzunehmen. Aber der Herr Schmidt war schneller. Er sperrte das Pumuckelbett in einen Kasten und steckte den Schlüssel ein. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als nach einiger Zeit wegzugehen. Er machte sich auf dem Nachhauseweg die bittersten Vorwürfe und er hoffte inbrünstig, dass der Pumuckl das Gespräch gehört hatte und somit gewarnt war. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam und die leere Stelle sah, an der zuvor das Bettchen gestanden war, seufzte er tief. Ach, sau dumm war das von mir, dass ich das Bett halt zum Schmied getragen hab. Sau dumm. Der ist im Stand und zwickt den Pumuckl so ein, dass er halber gequetscht ist. Hoffentlich ist er nicht beim Schmied, der Pumuckl. Nein, nein, der ist nicht beim Schmied. Der ist zufällig hier. Ja, Pumuckl. Ja, aber ich war beim Schmied. Und dort war es sehr schön. Aber wenn du sagst, dass man mich einzwicken soll, dann ist es nicht mehr so schön. Dann ist das sehr böse von dir, solche Sachen zu erzählen. Ja. Ich bin doch keine Maus. Und ich will doch nicht nach Amerika. Und schon gar nicht als Paket. Aber Pumuckl, das hab ich doch gar nicht wollen. Ich hab das Bett doch nur gebracht, weil ich mir gedacht hab, dass... Ja, und ich hab das Kettchen von der Erika auch nur versteckt, weil ich gedacht hab, dass... Das war ganz was anderes. Wieso? Ich hab die rausgeschmissen. Weil du beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Mann ruiniert hast. Ja, aber das habe ich doch genauso wenig gewollt, wie du mich als Maus einfangen lassen wolltest. Oh, mein Bett wird jetzt eine Mausefalle. Aber geh. Ja, und ich wollte so gern wieder drin liegen. Ich habe die ganze Nacht ganz dumm geschlafen. Nur weil ich mein Bett wollte und meine Schaukel. So? Und ich habe ein Gedicht gemacht, ja, ein Einschlafegedicht. Jäger, die Schaukel wollte ich eigentlich dem Schmied auch noch bringen. Nein, nein! Damit er vielleicht auch noch Mäuse schaukeln lässt. Nein, nein, da setze ich mich ja gleich rein und gehe nie mehr raus. Wenn du aber nie mehr rausgehst, nachher musst du ja wieder bei mir bleiben. Nein, nein, ich bleibe nur bei der Schaukel. Ach so. Ja, bei dir nicht. Ja, nachher. Nachher muss ich wohl die Schaukel auf irgendeinem Baum hängen. Ja. Schließlich haben wir uns doch für immer getrennt, wir zwei. Ja, für immer. Aber, also, eine Schaukel... Auf dem Baum, das ist ja gar nicht sehr gemütlich. Warum? Weil im Winter, weißt du, da ist doch immer so ein... Ein Wind. Du bist ja nachher unsichtbar. Da macht sowas gar nichts. Und außerdem ist Schaukeln im Wind für einen Klabautermann was Wunderbares. Ja, das ist sehr wunderbar. Aber vielleicht möchtest du dann plötzlich mal ein schönes Gedicht hören. Und wenn ich auf einem Baum sitze und der Wind pfeift, dann kannst du es nicht hören. Na ja, ein schönes Gedicht, da wäre ja schon was Feines. Ja, von mir. Hast du überhaupt ein Gedicht auf Lager? Ja, ich habe ein sehr schönes. Also, ja, ich habe so eins zum Beispiel. Hör doch mal zu. Ja. Bin keine Maus, bin lieber zu Haus, bin kein Paket, lieg lieber im Bett. Ja. Ich kann ja gar nicht hier wieder in meinem Bett schlafen. Das hat ja der Automachermeister. Ja. Wo ich mich doch schon sehr gefreut habe. Nachher musst du halt vorerst in die Sägespäne schlafen. Das tust du eh gern. Ja, also, weißt du, das ist ja wie ganz am Anfang von unserer Bekanntschaft, nicht? Weißt du doch, damals... Ja, genau, das ist so. Ja. Hab ich immer aber vielleicht sind wir jetzt wieder ganz am Anfang, weil wir es noch einmal miteinander probieren. Oh, willst du es wirklich noch einmal mit mir? Mei, was bleibt mir schon anders übrig? Ja. Wird schon so sein müssen, dass du bei mir bleibst. Ist da nicht was mit einem Koboldgesetz? Ja. Ein Kobold muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Das ist ein großes, großes Koboldgesetz. Na also, Pumuckl. Dann wollen wir uns nicht länger wehren. Und schleunigst eine Wurst verzehren. Das reimt sich auch. Und was sich reimt, ist immer gut. Ja, hast recht. Nun ja, da waren die zwei also wieder vereint.
und jeder war froh darüber. Der Mechanikermeister Schmidt aber hat keine Falle aus dem Pumuckelbett gemacht, weil er sich vor dem Spott seiner Frau gefürchtet hat. Aber er ist nachts heimlich aufgestanden und hat ganz schnell einen Sack über das Bett geworfen und gewartet, ob was drin zappelt. Natürlich hat sich nichts drin gerührt. Trotzdem hat er den Sack zugebunden und ihn mitsamt dem Bettchen auf den Speicher gestellt. Als dann weder am nächsten noch am übernächsten Tag irgendetwas Ungewöhnliches passierte, glaubte er vielleicht doch den Kobold gefangen zu haben, schlich sich auf den Speicher und brachte den zugebundenen Sack mitsamt Bettchen zu Meister Eder. Dabei tat er so, als hätte er den Sack nur deshalb um das Puppenbett gewickelt, weil er es nicht beschädigen wollte. So ist also alles wieder an seinen Platz gekommen. Tja, und jetzt kann die Geschichte wieder weitergehen. Wie? Das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.